Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, zeig mir alles Zeug. Ich bin total am Ende. Ich wollte heute eigentlich Überstunden machen, aber... Naja, ich wollte mehr machen, aber schon nach einer Überstunde war ich so am Ende, dass ich nicht mehr konnte. Technik-Kombos 2, meine ich. Ist das ein Hase? Auf Umwerfen kann neben Ohnmacht auch Schleudern folgen, um die Kombo... Was? Achso, es war einfach nur ein Ladescreen. Doof von mir, na egal. Da vorne ist irgendwas. Jedenfalls bin ich... K.O. Ich wollte heute mehr Überstunden machen, es ging aber nicht. Schon wieder. Hold it a moment. I have a proposal as to our next route. Okay, shoot. I'll send you the map data. Broadly speaking, it's either east or west. I would suggest we go west. Why is that? The area to the west is under Agnes's control. There is a certain degree of risk, as they'll have deployed a number of units. But it's the quickest way to get south. What about the east route? No man's land. None of the colonies have laid claim to it, as of yet. However, we'd suffer a significant time loss. Time versus risk. Wait a sec. We're gonna stir up the skeeter nest. I only said there was a degree of risk. Really, it's not so bad. But Agnian troops are deployed there, yeah? Yes. And we're still gonna go? All I said is that it would be more efficient. Efficient? Well, maybe we do need to be more efficient. Faster is better. We don't want to be dragging our heels forever, right? Hey, I just have to ask. Are you trying to push some agenda? What? No, certainly not. But you admit the east route is the safer option. That's just strange. Why wouldn't you pick the safe way? Because time is of the... Look, there you go again. That's not all, though. It's all wasteland to the east. The heat. It'll be unbearable. Yeah, you're gonna melt in the sun. I'm fine with your choice. But we need to think about everyone's safety. Noah, what's your take? Me? I think I'd rather take the safe route. As for the heat, we can probably figure something out. There! Four against two. Tyon! Senna! Please! Fine then. If you absolutely insist. Then it's settled. Come on, cheer up guys. We're out of here. Ich habe fest damit gerechnet, dass er sagt, wir nehmen die schnellere Route. Weil er hat an Mio gedacht und dachte so, ja, nicht mehr so viel Zeit. Deswegen dachte ich, er wird die schnellere Route nehmen, um ihr etwas Zeit zu ersparen. Ja, jedenfalls, ich wollte heute mehr arbeiten, aber ich war dann irgendwann so kaputt. Das Problem... 15? Welches Level habe ich denn?
14. Ah, du bist stärker als ich. Der Grund, warum ich so kaputt war, eigentlich hat es zwei Gründe. Einmal wegen der Arbeit an sich, logischerweise, und einmal, weil ich... Was? Wo? Achso, da vorne. Weil ich während der Arbeit eine Cola getrunken habe. Und Cola, ja, schmeckt ganz gut. Mag ich auch, aber... Ich trinke eine Cola eigentlich nie, wenn ich arbeite, weil ich weiß, ja... Also bei körperlicher, schwerer körperlicher Arbeit, dann tut das meinem Bauch nicht so gut. Okay, zwei Dicke gegen einen Haufen Kleine. Noppenmünze. Fan hat mir gesagt, dass man später echt gut Erfahrung kriegen kann durch alles Mögliche, aber wozu sind die Münzen gut? Ich meine, das sind zwei und das sind sechs. Ich helfe den Kleinen. Booms. Jawohl. Ja, und jedenfalls, ich kann heute leider nicht so viel aufnehmen. Eigentlich wollte ich aufnehmen, aber es geht leider nicht, weil morgen fange ich 2 Stunden früher an. Also schon um 6 Uhr morgens. Eben weil ich das, was ich heute eigentlich machen sollte, nicht geschafft habe. Und deswegen, weil das ja zwingend notwendig ist morgen, war ich damit einverstanden, 2 Stunden früher anzufangen. Gut, eine Münze, her damit. 2 Stunden früher anzufangen, ja, und dann wird er das geregelt bekommen. Wenn es nach mir ginge, hätte ich es sofort auf einen Schlag gemacht, aber... Naja, ging eben nicht. War zu kaputt. Ich will da... Ah, ich glaube, ich weiß schon. Ich acke mir echt den Arsch ab. Mal wieder. Es gibt so wenig Personal, das ist schlimm. Und so wenig Wolves, die da mitackern können. Nein! Das war nicht geplant. Egal, ich hab's geschafft. Wir spielen ein bisschen Flöte. Ja, wieder Harmonie. 15? Das könnte noch ein Weilchen dauern. Ich wollte gerade sagen, sieht verdächtig aus. Während den Kämpfen kann ich meine Waffe nicht wechseln, oder? Musik passt irgendwie gar nicht als Kampfmusik. Naja. Habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Lalalalalala. In den Schwanz gestochen, jawohl, mit der Schwertspitze. Ey. Oh, da liegt Zeug. Gleich mal einsackeln. Oh, da habe ich ihn das Bein gestellt. Er hat alles so komische Namen. Krogtool. Oh, es dreht sich wieder Wirbelwind und holt aus und lass sie fliegen. Der perfekte Wurf. Ist das Final. Ah, der macht mich alle, oder? Naja, Kamerasteuerung wollte ich nicht. Nee, den will ich nicht, hör auf ihn anzugucken. Den auch nicht. Zehn. Mehr KP, aber oh, Angriff sinkt immens. Und Geschick sinkt auch immens. Ja, Blockrate steigt um 20%, aber.
Achso, wir können beide. Moment, das will ich mal versuchen. Sind jetzt beide Schwertkämpfer? Das muss ich jetzt mal gucken. Ja, sind wir. Wie geil. Jetzt kriegt Mio nicht mehr auf den Sack. Jawohl. Super. Jetzt habe ich zwar nur mehr einen Verteidiger. Nur mehr Lance hier, der Stellung halten kann. Zieh dich, Mistvieh. Oder nee, ist das Mädel auch Verteidiger? Nee. Ich glaube nur Lance. Jawohl. Nur Lance ist, glaube ich, der Verteidiger jetzt. Und Xena kriegt auch aufs Maul. Oh nein, Lance, halt durch! Ist, glaube ich, nicht. Xena ist tot. Und Final hat mir verraten, dass nur die Heiler die Leute wiederbeleben können. Was eher, wie er meint, gut ist. What the fuck? Warum seid ihr so mächtig? Ich glaube, meine beiden Heiler sind tot, oder? La 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 la. Fette und so. Neo kriegt aufs Maul, verdammt. Oh Gott, alle sind fast tot. Verpiss dich! Solange das große Vieh da mich nicht sieht, ist alles in Butter. Dumm! Das wollte ich nicht! Ich wollte springen! Ja, ich werde sterben. Ich wollte nur was ausprobieren, ihr widerlichen Kreaturen. Oh, ich lebe noch. Schnell umändern wieder! Sorry, Mio. Oh, meine Fresse. Ja, mir auch egal, das werde ich offscreen machen. Moment, was war das? Kein Meistertalent. Habe ich überhaupt neue Techniken jetzt? Was ist das da? Breitseite. Sinkt aber für Kritrate. Wie setze ich das ein? Ach so. Moment, das heißt, du müsstest. Genau, du hast Breitseite. Aber wie setze ich diese. Wie setze ich hier Breitseite ein? Hm. Verstehe ich gerade nicht. Mach mal einfach mal. Wird schon was bringen. Naja, das weiß ich. So. Was ist das da hinten? Da funkelt was. Das Problem ist, ich muss an den Mächtigen da vorbei. Wenn ich ihn irgendwie isolieren könnte. Also es ist so ein Ätherstrom. Der ist Level 15. Ne, die mache ich später alle platt. Final meint ja auch, dass man quasi leveln kann, später leveln kann, wenn man Zeug irgendwie verkauft oder so. Irgendwie so in der Art. Keine Ahnung. Werde ich ja schon noch sehen. Oh, Angriffserhöhung. Achso, und Verteidigungserhöhung. Ey, ihr, warum mischt ihr euch nicht? Ja, toll. Warum mischt ihr euch nicht ein, ihr Mistviecher? Oh, das Vieh da hinten mischt sich ein. Ich glaube, viel mehr als bei dieser einen Folge wird es heute
Also mehr als diese eine Folge wird es heute wahrscheinlich nicht geben, was ich doof finde, weil ich wollte mehr aufnehmen. Ich muss morgen zeitlich auf. Ist ein bisschen nervig. Aber es muss sein. Das ist nämlich viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Wolves. Ja, Wolves. Ich spreche so, als ob es mehr von mir gäbe. Aber es wäre auch irgendwie traurig, wenn es mehr von mir gäbe. Dann wäre ich ja nicht mehr einzigartig, dann wäre ich ersetzbar. Mach ihn platt! Na gut. Wie schmeißt du einen Stein so? Du da! Hä? Schieß ihn ab! Na, doofer Vogel. Ist zu weit weg. Der da aber, oder? Ey! Bums! Ein Stein ins Gesicht geworfen. Natürlich trittst du mich, weil ich ja derjenige war, der einen Stein auf dich geworfen hat. Da gibt auch irgendwie Sinn. Hä? Hast du gerade gekotzt, du Mistvieh? Igitt, hör auf damit. Ist widerlich. Und hier Tyon oder wie er heißt mit seinem komischen Origami. Oh. Achso, das ist kein Angriffsplus, das ist Ausweichen. Stimmt, ja. Du drehst dich nur einmal, Noah. Guck dir was von Rex ab. Der hat diese Double Spinning Blade oder wie das nochmal hieß. Ich habe kurz mal random in eins meiner Xenoblade Videos reingeguckt und da habe ich gesehen, wie Rex das einsetzt. Schön. Einfach mal so random reingucken. Da war ich nämlich gerade auf der Overworld von, ihr wisst schon, Xenoblade Chronicles 2 und da war gerade Nacht und ach, es ist herrlich, das Spiel. Bam! Ich muss den zweiten Teil unbedingt nochmal zocken. Auf jeden Fall. Vielleicht werde ich ihn streamen oder besser gesagt, ich hätte ihn schon lange gestreamt, aber ich traue meinen PC nicht über den Weg. Weil manchmal macht er gar nichts und läuft ganz normal wie jetzt eben auch. Oder manchmal stürzt er alle 2 Sekunden ab, ohne irgendwie mir einen Grund zu geben, warum er überhaupt abstürzt. Lauter mächtige Mistviecher. Ja, das sind M&Ms, mächtige Mistviecher. Lalala. Vor allem meinte er auch, in dem Spiel müsste man eigentlich nicht leveln, sondern wenn man gegen jedes Monster kämpft, dann würde das schon reichen. Aber vielleicht sollte ich den Viechern einfach ausweichen. Das ergäbe keinen Sinn. Ja, das Vieh ist ohnmächtig. In den Schwanz gestochen. Tut bestimmt gut, oder? Da vorne ist so ein Glückstier. Da vorne liegt eine Leiche. Da oben ist so ein Container mit einem anderen mächtigen Vieh. Was gibt's hier sonst noch? Oh, das Vieh ist abgehauen. Ich sollte ihm vielleicht hinterher rennen. Was? Das hat mich zu verfehlen. Boah. Ja, bedenkt, wie lange ich beim zweiten Teil gebraucht habe, um das mit den Kombos da rauszufinden. Hier mit 3x Erdkombo und so. Das habe ich irgendwann am Ende oder so rausgefunden. So, wie komme ich da jetzt hoch? Oh nein, ich glaube, ich weiß, wie ich da hochkomme. Ist keine Schnelltaste für die Karte? Ja, ich würde rundherum rennen müssen. Aber ich glaube, ich muss da sogar hoch. Ich gucke erstmal hier weiter. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Aufstieg oder so. Oh Gott, wie groß ist das Vieh bitte? Es ist wieder einer dieser Champions, wie sie appetitel.
think this is the norm? Oh, Silberbrosche. Einfach alles einsammeln, was ich hier finde. Ruhiges Kamel. Und ich gehe einfach hin und werde es töten. Wenn da nicht irgendwelche tausend andere Viecher kommen und mir eine Butter vom Brot nehmen. Ja. Ich will auch Verteidigungsboost. Lass mich nicht allein, Leute. Du blöder Geier. Du störst unseren Kampf gerade immens. Immens, nicht immens. So. Falls mich jemand korrigieren will. Kick ihn. Kill ihn, meine ich. Nicht kicken. Das Vieh kotzt schon wieder. Hör auf, du Kotzer. Bauch aufgeschnitten. Wenn du am Boden liegst und blutest. Reifungssaft. Das klingt widerlich. Kill doch den Vogel da. Was war das? Was war das? Irgendein Sound. War es ein Level-Up, meine Leute, oder? Hä? Ich habe dich von der Seite getroffen. Auf zu lügen. Wie ging das nochmal mit den Fusionen? Oh! Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich denn das gemacht? Ich weiß, mit L2, aber wie noch? Dunkelkugel. Du, komm mal her, ich muss es testen. Jedenfalls weiß ich, ich kann da auch 4 Techniken. Das macht nix, das macht nix. Was war das? Oh! Ich kann so eine Art Rolle machen. Also so ein Ausweichmanöver. Kann sein, dass dieses Breitseite da deswegen jetzt da unten ist, weil ich es ausgerüstet habe. Da vorne sind lauter Glückste. Wow, 100 Leichen. Ich wollte eigentlich nur da oben hin zu der Leiche, mehr nicht. Aber nö. Spiel sagt nö. Ja, aber nö, Spiel sagt nö, genau. Oh, da unten war dieses Power-Vieh, oder? Ja. Kann ich nicht einfach eine Felsenlawine auslösen und das Vieh verreckt? Nee, da geh ich später flöten. Erstmal will ich mich um die Leiche da hinten kümmern. Ich muss da irgendwie hochkommen. Hoch, kletter doch, du Affe! Affen können klettern, warum kannst du es nicht? Ey, ich bin Pazifist, du Mistvieh! Kommt der Geier auch? Nee, der ist weg. Tja, dieses... was auch immer. Eine Mischung zwischen Affe und Eichhörnchen. Wollte es ja nicht anders. Wie fühle ich denn die Breitseite? Achso. Ah, jetzt sehe ich es da. Ein guter Vergleich. Da links, das lädt sich auf pro Schlag und rechts lädt sich auf mit der Zeit. Ja, hat Finally auch erklärt. Was soll das? Wie sie haben uns gefunden. Was soll der Blödsinn? Ich habe sie ja angeguckt. Warum hat das eine ein rotes Rufzeichen und Schädel? Muss ich euch vernichten oder so? Oh, viel Zeug. Ich glaube, das ist so eine Quest, die ich erfüllen muss, oder? Fall um! So, und jetzt. Hier, move! Lalala. Fall um! Bums! Oh, ihr kämpft gegen noch mehr.
Oh, Ätherkanone. Ich weiß ganz genau, wer die eingesetzt hat. Meine Frau hier. Oinie. Junie, so heißt sie. Ist zwar nicht meine Frau, weil meine Frau wäre so gesehen Mio, weil hier Noah und wieso will ich die ganze Zeit andere Namen sagen? Statt Noah wollte ich Schulk sagen, nicht Schulz. Und bei Mio habe ich jetzt auch überlegt, wie heißen die jetzt? Weil ich irgendwie Nia im Kopf hatte. Naja, die Figuren aus dem Xenoblade-Universum. Ja! Ich habe Mio erst kurz mal die Gauntlets geklaut. Ich weiß, es sind keine Gauntlets, aber... Oh, du hast viel fallen gelassen. Wozu habe ich die jetzt ausgerottet? Es ergibt irgendwie nicht mehr ganz so viel Sinn. Oh Gott, da vorne wartet er. Gut, aber... Bevor wir den aufs Maul hauen, werde ich hier den Part beenden. Schauen wir mal, ob sich noch eine weitere Folge ausgeht. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.